Willkommen zu Unspielbar, dem Format, bei dem wir Freunde und Kollegen in... Willkommen zu Unspielbar, dem Format, bei dem wir Freunde und Freundinnen durch fiese Abschnitte in bestimmt tollen Spielen quälen. Unspielbar. Ja, ich habe mir schon meinen Tee genommen, weil heute könnte das vielleicht eine etwas längere Angelegenheit werden. Wir haben dieses Mal als Qualgast in Unspielbar jemanden, der das bis jetzt noch gar nicht machen durfte. Und das müssen wir ändern. Hallo Nasti. Hi. Ich habe eben gerade schon gesagt, so deine ganze Körpersprache sagt, dass du dich wahnsinnig freust, hier zu sein und endlich Unspielbar spielen darfst. Was meinst du, diese Körpersprache? Ja, ich glaube, die Wut kommt erst noch, weil wir müssen uns natürlich angucken, was wir überhaupt spielen. Du hast was keine... Was wir überhaupt spielen? Naja, ich bin ja dabei. Ja, also, entschuldige mal, du hast da dein Teechen. Alter. Seelisch bin ich voll bei dir. Ich fiebere mit dir und ich werde dich so gut es geht unterstützen, solange du ein bisschen gequält wirst dabei. Du hast keine Vermutung, oder? Nee, ich sehe den Controller und mir ist ein bisschen Kotze schon in den Mund gekommen. Wow, vielversprechend. Wir gucken uns jetzt an, wir werden Astral Chain spielen und da gibt es eine kleine Herausforderung, die stellen wir euch jetzt mal kurz vor. In der heutigen Ausgabe von Unspielbar muss Nasti folgende Aufgabe schaffen. Im Action-Adventure Astral Chain gibt es im 6. Kapitel die Nebenmission Heiß auf Eis. Hier muss man einem kleinen Mädchen ein Eis vorbeibringen. Klingt einfach? Nun nicht, wenn sich in der Waffel 10 Kugeln befinden und man diesen äußerst wackeligen Turm aus Speiseeis mit den Gyrosensoren der Joy-Cons balancieren muss. So, Nasti und ihr seid unterrichtet, was genau zu tun ist. Nasti freut sich schon sehr. Und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Oh Gott, es tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie... Ach, ich lass mich mal überraschen. Du machst das schon, Nasti. Ich glaube, du hast da ein gutes Händchen für. Es geht schon los. Das ist ein Kack. Es ist kein Kack, aber es ist ein Kack-Nintendo-Controller. Und ich bin PlayStation gewöhnt. Und dann ist es schon sowas wie, normalerweise gehst du halt auf den Knöpfen zurück, die hier nicht Knöpfe zurück sind. Weil B ist hier unten. Mhm. Aber der Vorteil ist halt, du brauchst die ganzen Tasten gleich halt nicht. Du brauchst ja wirklich nur den Gyrosensor und halt den linken Stick. Wir machen es dir ja schön einfach, weißt du? Der perfekte Tag für Eis. Es gibt nichts Besseres gegen die Hitze. Ja, halt der Maul, gib mir Eis. Was muss ich denn holen für Eis? Das Arktis Spezial natürlich, die größte Packung. Natürlich. Ach Mann, siehst du, das meine ich. Nichts, danke, ich gehe jetzt nach Hause. Der Auswahlknopf ist falsch. Aber warum drückst du dann weiter runter? Ich hab A gedrückt, weil Bestätigungstaste ist X. Okay. Was? B hast du gedrückt. Nee, A. Ach, meine ich doch. Oh Mann. Unspielbar, der Controller. So, die Stunde der Wahrheit. Da ist das Eis. Durch die Neigung des Controllers, ne? What? Gleichst du das aus. Oh, fick. Oh. Und du musst mit dem linken Stick dich jetzt auch noch bewegen, weil du musst ja zu dem Mädchen, das ein Eis erwartet. Und die erste Kugel sieht schon gefährlich zum Boden. Oh, 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 oh. Ja, gar nicht schlecht. Gleich, gerade ist Mann. Auch rot. Oh, und schon vorbei. Und zwei weitere. Ja, wenn es schon vorbei ist, dann... Hier, nimm doch den Scheiß, Mann. Du kannst mit B das Eis essen, wenn du abbrechen möchtest. Eis essen? Ach so. Jetzt Mann. Ist nur die Frage, wo B ist. Abbrechen ist nicht da, wo es... Gut, du bist schon mal fast bis zum Zebrastreifen gekommen. Ist ein guter Anfang, würde ich sagen. Ja, ist es. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel unsere Freundschaft auf eine harte Probe stellen wird. Welche Freundschaft? Wow, 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 wow. Mann, das ist der dämlichste Schlong auf der ganzen Kackwelt. Was ist denn das? Oh, Scheiße. Wie denn? Sonst versuch doch erstmal so weit zu kommen. Oh Gott. Wie denn? Oh, jetzt ist hier eine... Ich check das halt. Du siehst das Symbol über dem Kopf, ne? Das zeigt dir immer an, wie du gerade neigst. Also wenn... Hä, wo steht denn das? Also wenn ich gerade halte, ist es für ihn komplett rechts. Ja, okay, aber bringt ja nichts. Ich esse jetzt das Kackeis. Ich halte ihn jetzt so. Weil das ist super natürlich und fühlt sich richtig an. Das sieht so aus, als hättest du damit jetzt große Erfolgschancen. Auf jeden Fall. Ich halte ihn doch gerade, du Lümmel! Nein! Komm, komm, ja, du musst ja auch noch bewegen! Ja, nur ich will ihn auch erstmal. Oh. Okay, ja, ey, mach erstmal das Eis gerade. Oh, nein, nein, nein! Oh, oh, la, 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 la. Ja. Ja, nicht schlecht, vielleicht ist auch diese langsame. Oh, oh Alter!
Aber der Zebrastreifen, du hast ihn zumindest schon gesehen. Aber versuch ja mal, versuch mal so weit zu kommen, wie geht. Versuche so weit zu kommen, wie geht. Ich glaube nicht, dass es eine gute Wahl ist, mich jetzt schon zu verarschen, bevor ich dir wirklich die Tipps gegeben habe, von denen ich ganz viel habe. Also, I don't fucking get it. Meine Hände schwitzen auch schon, ne? Diese geduldige... Das war jetzt gerade das dritte Mal, oder? Und jetzt schon ungeduldig. Das könnte... Oh Mann, das... Okay. Let's go to the mall. Mano, Mano, Mano! Also, vielleicht sollte ich auch dazu sagen, dass das ja gar nicht mein Spiel war, ne? Also, ich habe mir das ja gar nicht ausgesucht. Nur, um mich jetzt noch mal ein bisschen zu schützen. Also, vielleicht solltest du dich nach diesem Spiel war nicht bei mir rechnen, sondern vielleicht eher bei dem guten Herrn Kurowski. Mhm. Ja, guck mal, jetzt läuft's doch. Nee, läuft gar nicht. Naja, mit zwei... Oh. Wo was? Denn? Was oh. ist denn jetzt los? Du darfst auch nicht in Dinge reinlaufen. Ich stand daneben. Also auch nicht in Menschen. Oh ist mir doch egal, soll ich mir aus dem Weg gehen, nicht, dass ich hier ein riesen Ding habe? Oh. Ja, den ersten Pimmel, der rutscht da halt immer runter. Gleich ist bestimmt wieder grün, dann kannst du auch über die tolle Straße. Über die Straße. Hör doch, ich habe das Gefühl... Oh. Das macht das einfach. Ja aber versuch ja doch mal. Versuch ich brauch's doch mal ja damit. Nicht versuchen. Ich sag dir gar nichts mehr. Ich gucke einfach nur. Ich gucke einfach nur und du machst das schon. Oh, ey, ich bin alles. How do things work? Das ist auch eine Taktik. So einfach immer links, rechts, links, rechts. Ey, ja, yo. Oh, ey. Ja, Digi, wie, what? Ja, oh. Ah. Oh. Ja, guck ich fühle mich jetzt, auch, als wäre ich 60 und spiele so das erste Mal Videospiele, die dann immer so anfangen mitzulenken. Peter, ich stehe hier mit Eis, Alter! Oh! Noch. Oh, und jetzt ist es auch noch rot. Ich sag mal so, der Weg ist halt nicht lang, ne? Hm. Also eigentlich ist es, aber halt mit allen Eiskugeln ist es gar nicht so einfach. Hör doch auf! Hör doch auf! Nicht aufgeben! Das Ding ist, dass man da halt auch die Kamera dann immer mitlenkt. Ja, und dann guckt man halt irgendwo hin. Aua, meine Beine. Ich weiß nicht, wohin! Er läuft dann auch immer rechts! Probierst du jetzt die andere Seite? Ich versuch's. Ich weiß nicht, ey. Ich hasse es immer wieder, dasselbe zu machen, so oft hintereinander. Ich glaube, das machst du noch ein paar Mal. Oh, oh Gott. Okay, warum entscheidest Warum hast du dich plötzlich für die andere Seite entschieden? Ich hab nicht, aber wenn man dann lenkt und läuft, dann läuft er halt in die Richtung und das ist Kacke aus dem Arsch, Mann. Ja, guck doch mal, 1A. Nee. Mach weiter, nicht aufgeben jetzt. Mach noch mal ein Stück weiter, bitte. Bitte. Wir gucken jetzt mal, wie weit du kommst. Das Problem ist halt wirklich... Können vorher aufgeben. Das ist nicht dein Spirit, Nasty. Welcher fucking Spirit? Ganz im Ernst. Mann, hör auf, mich anzurennen! Oh, ich hab meinen Freund dazu geil, das geht auch. Sehen. Vielleicht hilft er dir. Oh, nee, er schubst mich. Naja, aber der Ansatz war gar nicht so schlecht. Mir ist warm. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. This is why. This is why I'm hot. This is why I'm. Ich würde halt gerne das auch einfach kippen, ohne dass er sich dann dabei umguckt. Oh, was machst du denn? Ja, weiß ich nicht. Der Pimmel rutscht da halt immer sofort runter, weil er kacke ist. Oh, ich hätte so gerne, dass er einfach anständig läuft. Und das nicht einfach so kippen lässt die ganze Zeit. Das wäre so geil. Ich halte das rechts. Ich halte es links. Es kippt nach rechts. Siehst du, so ist halt zum Beispiel, jetzt habe ich es halt geschafft mit allen. Jetzt bin ich auch motivierter weiterzumachen und nicht, wenn da schon ein Pimmel-Johnny runtergeklatscht ist. Dann denke ich mir halt so, ja nö, warum? Okay. Wenn der rote Bubbleboy mich... Alter, fick dich in dein... Es tut mir leid, aber er sieht ja wohl offensichtlich, er kommt von hinten und schubst mich einfach. Was ist das denn für ein Arschloch-Move? Ja, voll ins K.
Wie? Wo soll ich es dann rüberhalten oder was? Oh. Vielleicht gibt es hier irgendwie so ein. Wenn ich dabei nicht laufen müsste. Nicht so oft. Wie du es hältst wie so ein Tennisschläger. Leute, guckt mein Eis an. Leute, guckt mein Eis an. mach mal die Treppe. Mann, komm. Ich weiß es doch auch nicht. Mach mal die Treppe jetzt. Oh, aber der ist doch viel zu kurz. Ist doch egal. Komm nicht auf die Länge an. Der ist zu kurz. Alter, wenn du... Fick dich! Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Es sieht halt völlig drunk und lost aus, aber es hat ganz gut funktioniert. That's how I roll. That's okay. Fick dich! Ja. Fick dich! Ah. Er rennt mich halt auch an! Er rennt zu mir! Ich bin schon auf die andere Seite gegangen, er rennt zu mir! Ich weiß, du musst mir das nicht sagen. Wie soll ich denn dem Pisser ausweichen? Wie er auch sein Eis anguckt, als würde es runtergefallen. Ja, natürlich ist es runtergefallen! Wie wäre es, wenn das Arschloch mir mein Eis ersetzt? Ja, mit dem musst du vielleicht umzugehen lernen. Wie soll ich ihm denn ausweichen? Ja, soll ich dir das jetzt schon verraten oder willst du nicht noch ein paar Mal die Treppe versuchen wenigstens? So, ultra ehrgeizig. Oh, sorry. Ja, dann kann man erstmal aufstoßen. Ja, muss sein. Das ich finde es auch gut, dass du jetzt einfach im Stehen spielst. Das sagt viel über deinen Aufregungslevel aus. Was hast du? Oh. Alter, scheiß Ampelphase. Ich war in meinem Flow. Fick dich! No! Fick dich! Oh Gott, du musst dich gleich bewegen, wenn grün ist, sonst macht er dich platt, glaube ich. Ah! Oh, Alter. Es ist grün. Oh, Mann. Wo war das nochmal? Minus, noch mal? Minus. Ich habe eine Aufnahme. Minus. Und da sind wir wieder bei Unspielbar, der Controller. Nein! Das ist gar nicht so eine dumme Taktik, die du da machst. Es sieht halt echt völlig lost aus, aber es ist funktioniert fast. Ja, der erste ist halt immer der schwerste. Wow. Ja, Konfuzius. Ja, und jetzt kommt Joachim und sagt so, cool, du hast großes Eis. Es war auch vorhin egal, als ich ihm ausgewichen bin, dann ist er halt um den Boy rumgerannt und ist auf mich zugerannt. Aber du bist ja beim Ausweichen auch weiter geradeaus gegangen. Was? Ich versuche subtile Tipps zu geben. Ich kann nicht rückwärts gehen, ich kann mich nur drehen. Zum Beispiel. Ich drehe mich doch dann jetzt nicht. Vielleicht ist das nicht so gut, dass du das nicht tust. Ja, Alter, weil Kevin keine Manieren hat, muss ich mich jetzt drehen mit meinem großen Eislulli oder was? Umdrehen! Ich sehe nicht, was ich tue. Weiter. Ja! Nein! Ey, aber das war schon nicht schlecht. Du hast jetzt eigentlich nur 3 Eiskugeln verloren. Wie gesagt, nicht abgeben, ne? Du kannst abgeben, aber du darfst nicht abgeben. Wieso nicht? Weil sonst ist der Safe kaputt. Mein Eis ist mir runtergefallen. Ja, tell me about it. Nicht A drücken, nicht A drücken, nicht A drücken, Gott sei Dank. Was? Ich habe schon Angst gehabt, dass du aus Versehen den falschen Knopf drückst. Deshalb habe ich die ganze Zeit gesagt, nicht A drücken. Ich habe jetzt so oft A gedrückt zum Eis essen. Nee, du hast B gedrückt. Ach so, ja. Ja. Nein! Jetzt drehen wir uns um, komm. Oh. Nice! Es ist... Ich war so close! Das war echt gut! Das ist Freude, Freunde! Das ist Freude! Das erste Mal so weit gekommen! Fantastisch! Diese Geduld! Nur 2 Schritte weiter! Diese scheiß Geduld! Weil man dann halt sagen muss, so, okay, und dann musst du da jetzt runtergehen und dann machst du weiter blü 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 und dann komm, kriegst du hin und dann musst du halt wieder dich rumdrehen und weiter blü 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 machen. Aber du hast dich umgedreht schon, du hast es geschafft eigentlich. Das waren die schwersten Passagen so. Verdammter Profi bist du. In der Vergangenheit war, ich will, dass das jetzt einfach da oben ist und das Kind die Fresse hält. Umdrehen, umdrehen. Du musst nur wieder reinkommen. Ja, aber ich bin jetzt so... Ja, die war, der war nice. Das Drehen war super. Oh. Mega gut. Ich
Oh. Mann. Aber es war so gut. Ja, was? So gut. Und dann, weil irgendwann hört er nämlich auf, er hängt dann die ganze Zeit so und ich muss so halten, damit er gerade ist. Das hast du gut gemacht. Nein. Nasti, du bist so nah dran, ohne Scheiß. Wir ziehen das jetzt durch, Nasti. Wir schaffen das. Wir gemeinsam. Ja, voll. Oh Gott. Oh, Alter, nee. Oh Gott. Nee. Was hat die für ein Tempo noch drauf? Nee. Oh. Mann! Ich sag mal so. Beim Anfang hätte ich nicht gedacht, dass wir jemals so weit kommen mit allen Eiskugeln noch in dieser scheiß Waffel. Mann! Eilender Mann, geh weg! Eilender Mann, geh weg! Nein, oh, der dreckige. Doch. Ich nicht, weil rechts neben mir läuft an zu vorbei. Ist super scheiße und ich habe ihn angeguckt, anstatt aufs Eis zu gucken. Oh mein Gott, ich bin so kackdumm! Oh nein, er kommt schon. Ja, also sie kommt schon. Ich krieg's nicht. Oh. Nein, der rennt mich um. Jo. Ah! Oh, Alter, rosa Pissboy. Oh nein! Mann, ich lenk doch schon nach rechts wie ein. Ich dreh mich halt gerne auf Treppen offensichtlich. Ja, geil. Nein! Sogar meine Ärmel nerven dich. Ich hab. Nee. Oh, geh weg! Geh weg! Oh. Fick dich! No, wie weit kommt Mann, der denn noch? Warum irritiert er mich denn? Wo will Ach, er denn der geht hin? Zum Laden oder was? Hä? Was ist denn? Der ist einfach verschwunden. Falsch. Dass er gleich fällt. Hm. Ich sag's doch! Ich sag es doch! Man sieht es ihm an, wenn er gleich da runter. Das war so knapp. Ja, den hast du in der Kontrolle und drehen. Nee, siehst du? Der glitscht immer oben weg. Weil. Oh Mann, oh. Der rutscht und sitzt immer schon so und man sieht, dass er fällt. Nimm mal vorher die Quest an, glaube ich. Warte mal. Nur damit wir es halt gleich auch abgeben können. Willst du mir gerade sagen, ich habe das die ganze Zeit gemacht und hätte ich es geschafft? Naja, du hättest es ja geschafft. Nur damit der Abschluss nachher auch schön ist. Ich glaube, du musst es machen, ja. Alter, wäre ich pisst gewesen. Oh mein Gott. Nein! Was ist denn hier los? Ein Break, ein bisschen Luft schnappen mal kurz oder weiter? Nö. Okay. Ich sehe nicht wohin. Go. Oh, Alter, ich sehe es nicht. Das nervt mich alles so maximal. Nein, nein. Wie gesagt, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass du so weit kommst, aber jetzt ist es wirklich, das sind die letzten paar Schritte so. Ich hätte nicht gedacht, dass du es überhaupt machst. Bitte, warum? Ich wusste es. Ich hab's einfach schon gesehen. Der ist zu rutschig. Ich weiß nicht, wo er hin möchte. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Aber er steht da noch gut. Kann jetzt mal hier runterrennen? Bist du nicht weit genug gelaufen? Oh, Alter. Scheiße. Ich habe das Gefühl, der rutscht immer weiter nach vorne und nicht zur Seite. Ja, war klar. Jetzt kommt er wahrscheinlich, ne? Ja. Hm. Alter, ich hätte es hingekriegt. Ich hab B gedrückt! Oh, Alter. Wieso hat er denn so einen Linksdrang? Kannst du ihn so ein bisschen nach rechts mal. Ja, du, was mache ich denn die ganze Zeit? Der rutscht immer sofort wieder nach links. Guck. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, er kippt nach vorne. Mann. Warum ist er denn jetzt nicht gegen mich gerannt? Ich weiß es nicht! Oh Gott! Wieso habe ich denn jetzt nur noch so rutschige Alter? Genau, da sind wir. Ja, stopp.
Hier rechts stehen bleiben, rechts. Jupp. Ah! Man, siehst du, das ist jedes Mal dasselbe, wenn das dann wieder so dran ist. Wer ist er denn? Wo kommt er denn hierher? Warum geht er denn nicht geradeaus, der dumme? Ich glaube, der will die Treppe hoch. Alter, mit was für einem chilligen Gang? Was macht er denn? Du irritierst mich in meinem Style, Alter. Mann, ich hab... Na! Ja gut, dass das Spiel hier nicht unfair ist. Alter. Du musst noch einen Tick weiter. Ja, ich muss aber erstmal den Lümmel hier richtig hinschniedeln, weil ansonsten pimmelt der mir gleich weg. Alright. Oh, Alter. Ich dachte gerade einen kurzen Moment. Dachte ich. Oh Gott, hinter dir ist jemand. Wie links ist jemand. Oh. Warum ändert sich denn die Kamera auf einmal und rutscht mir in meinen Arsch? Alter, die kann mir doch nicht so in meinen Rücken schießen, dann sehe ich doch überhaupt nichts mehr. Ja. Oh, ich war so nah. Ich hab dem scheiß Kind ihre Kackeispisse ins Gesicht gedrückt schon fast. Ja. Man hat's förmlich gespürt, ja. Hey, ich bin's wieder, ne? Oh, hier ist sowas runtergefallen. Sebastian, ich... Ich hasse ihn. Aber ich glaube, wenn du rechts stehst auf der Treppe, ist alles cool. Mann, ich hätte es doch fast. Sauber. Gleich ist die Kamera wieder kacke, wenn die... Ja, rechts halt ist, ne? Mund. Entschuldige. Aber ist so. Alter! Ah! Ja! Nee, die kann ja das schön das angucken sich. Kriegt sie nicht. Oh mein Gott. Ey, Respekt. Nicht schlecht. Oh Gott, ey. Mein Körper ist auch so richtig. Aber es ist ein gutes Gefühl, oder? So, du hast es geschafft. Obwohl es kacke war. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist nicht wirklich was, wo ich jetzt sage, so. Yay. Na doch schon. Ja, also das Spiel ist halt kacke. Ich bin einfach nur froh, dass ich es nicht mehr machen muss jetzt. Ja, das ist auch ein Teil der Freude, ist doch gut. Du bist durch diese Scheiße gewartet und hast es abgeschlossen. Und ich finde es immer noch toll, dass du das Eis partout einfach nicht abgibst. Dass du das Kind vor dir hast, das immer noch weint und du bist so mit diesen 38 Eiskugeln. Du bist so, nö. Ey, ich habe das hochgetragen. Aus Prinzip. Ja, das kann das. Wäre geil, wenn du die Option hättest, jetzt einfach vor dem Kind das Eis zu essen. Ja. So Stück für Stück. Ja. Ich würde es machen. Ich würde es einfach wegnaschen. Jetzt gehen wir ein Eis essen, würde ich sagen. Aber du magst kein Eis. Ja, Nassi mag ja kein Eis. Ich mag kein Eis. What? Kuro ist entsetzt. Aus dem Was? Dich. What? Du magst kein Eis? Ja? Achso. Ich war so. Während ich jetzt hier noch einen Moment sitze und das alles sacken lasse und vielleicht mich wieder zu einem Menschen zurückverwandle, sind hier noch zwei Videos,
Ein super cooles und spielbar von uns, hundertprozentig. Und noch ein anderes, falls ihr euch die Zeit vertreiben wollt und eure Ohren nicht wehtun, weil ich euch vielleicht zu sehr angeschrien habt. Und falls es euch nicht so schlimm war, könnt ihr mir vielleicht schreiben, was Basti als nächstes spielen könnte, damit man gequält wird. Wäre ja auch ganz nett. Und einen Daumen nicht vergessen und die Glocke drücken. Abonnieren. Kein Unterwasserlevel. Doch, für Unterwasserlevel bitte abonnieren. Und zwar, dass Basti es spielen muss. Die Lebensgeister zurückkehren.